Jeder von euch hat mich ausgelacht. Packstrader hat kein Packluck. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Willkommen zu FIFA 20 Mobile. Leute, ich war noch nie so aufgeregt, als ich hier eine Folge aufgenommen habe. Aber es liegt nicht daran, dass ich jetzt hier wegen FIFA Mobile aufgeregt bin. Doch, da bin ich auch aufgeregt, weil ihr habt es ja richtig gesehen im Titel. Wir werden heute die Marco Reus Packs öffnen. No joke, true story. Und mal gucken, ob wir Marco Reus heute bekommen werden. Das ist natürlich, das wäre abnormal, wenn wir die Marco Reus Karte ziehen sollten. 101 und das Bundesliga-Tot ist ja auch da. Ihr habt ja sicherlich den gestrigen Livestream gesehen. Wenn nicht, checkt gerne ja den Livestream noch aus, beziehungsweise auch gerne auf meinen Highlight-Kanal vorbeischauen. Da gibt es ja immer die Highlights, sage ich mal, die Reactions vom Livestream. Ich denke mal, ich glaube, das wissen noch nicht viele, ne? Deswegen checkt gerne mal die neueste Reaktion aus. Da habe ich mir gestern wieder auch ein Video angeguckt im Livestream. Unten in der Videobeschreibung ist der Highlights-Kanal, beziehungsweise das aktuellste Video vom Highlights-Kanal verlinkt. Ich bin ja gestern gar nicht klargekommen wegen einer Karte und das ist Michael Ballack, Leute. Diese Michael Ballack-Karte sieht so heftig aus, ne? Jetzt no joke. Deswegen bin ich aber nicht aufgeregt. Ich bin aufgeregt wegen, ich habe die Hose an dazu, die passende Hose an. Soll ich jetzt aufstehen kurz, Leute? Ich stehe mal ganz kurz auf, dann ist mein Kopf weg, aber da, seht ihr das? Kann man das sehen? Da, jetzt kann man es sehen. Ja, eine Hertha-Hose. Null. Hertha gegen Union heute, Leute. Hertha gegen Union. Junge, ich habe so Bock auf dieses Spiel. Puh, was ist euer Tipp? Schreibt es gerne unten rein. Da gab es heute Morgen ja auch ein Battle. Einen FIFA Mobile Discard Battle gegen den Skywalker. Hertha gegen Union. Ich war Hertha. Der Sky war Union in FIFA Mobile. Könnt ihr auch gerne auschecken. So, jetzt heißt es aber hier. Die 10.000 Gems habe ich übrigens dadurch, dass ich im VIP-Rang da einmal aufgestiegen bin, da hätte ich ja gestern schon die Gems bekommen können. Diese Gems werde ich mir aber aufbewahren, vielleicht schaffe ich ja es wirklich irgendwie. Ich könnte die Gems auch einsetzen, um bis Angebot 4 alles zu kaufen. Das mache ich aber nicht. Ich denke mal, die Gems werde ich mir aufbewahren, sparen, bis ich dann vielleicht irgendwie mit den Gems sogar am Ende des Tots vielleicht sogar wirklich Ballack holen kann. Also, die Gems werde ich heute nicht berühren, also nicht anfassen. Ich werde die Packs hier öffnen. Ich habe Bock drauf. Let's go. Hier kann man auch noch andere, ja, Spieler ziehen. Kann man andere Spieler ziehen? Also, was steht hier? Anzeige. Gibt es auch hier die Wahrscheinlichkeit? VIP-Punkt und Tod-Spieler. Ja, ja, Tod-Spieler ist safe drin, aber es ist halt nicht safe Marco Reus drin. Ich öffne jetzt das erste. Ihr könnt sehr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Vielleicht packen wir heute auch wieder die 1000 Däumchen auf diese heutige 20 Uhr Folge. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Und ihr wisst ja, wenn Hertha verlieren sollte, ich habe vorhin schon mal reingeluschert. Es sieht sehr gut aus mit den 1000 Däumchen beim Hertha Union Battle. Und da gibt es ja die Bestrafung, dass ich mir ein Union Trikot bestelle im Livestream mit euch gemeinsam. Und dann einen Monat komplett lang im Union Trikot streame und die 20 Uhr Folgen damit aufnehme. Als Spieler, Name auf dem Trikot hinten drauf werde ich den Spieler nehmen, der den Siegtreffer erzielt hat. Vielleicht hole ich mir auch einfach, wenn Hertha gewinnt, hole ich mir ein neues Hertha-Trikot. Wenn da Ibisevic einen Siegtreffer macht, hole ich mir ein Ibisevic-Trikot. Aber das Lustige ist ja, dass ich als Hertha-Fan, das ist halt die Bestrafung, ich würde mir jetzt so kein Union-Berlin-Trikot holen. Aber das ist halt die Bestrafung. Hertha, vielleicht hole ich mir trotzdem Hertha-Trikot, wenn Hertha gewinnen sollte. Lul. Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Erstes Marco Reus-Pack, ich hab Bock drauf. Abfahrt. Let's go. Let's go. VIP-Punkte und Reus. Oh nein, es ist Bartoleo. Was? Bartolomev Okpeshe. Ja, moin. Huch. Habe ich den richtig ausgesprochen? Welcher ist denn das hier? Ist es der? Aber guckt mal, guckt mal, guckt mal, guckt mal. Alter, wir haben einen 89er bekommen. Das ist aus der dritten Reihe. Oh, das ist gar nicht so verkehrt. Auch wenn der Spieler sicherlich nichts wert sein wird. Aber es ist, ich hätte ja auch nur einen 80er Sakko bekommen können beispielsweise, ne? Alter, läuft bei uns. So, Pack Nummer 2. Skill Boosts. Skill Boosts und vielleicht Marco Reus. Das muss man ja immer dazu mit sagen, ne? Das wäre so geil, Marco Reus jetzt hier zu ziehen. Junge, so, zack. Ich zähle gar nicht mit, weil ich nicht wissen will, ob die letzte... Ich gehe einfach bis zum letzten Objekt, bis zum letzten Objekt. Marco Reus! Marco Reus ist am Start, Mann!
Marco Reus! Boom, 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 boom! Marco Reus, Digga! Marco Reus im zweiten Bäcker, Baby! Es ist unfassbar! Junge, die Nachbarn denken jetzt auch, Alter, was ist mit ihm verkehrt hier? Was ist mit ihm verkehrt? Marco Reus, boom, Faust in die Facecam! Geil, Alter! Oh, Marco Reus gezogen, Leute! Es ist unfassbar! Es ist unfassbar! Oh mein Gott, Alter! Ihr kommt. Das ist nicht unfassbar. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh mein Gott. Leute, mein Puls geht gerade. Mein Puls ist auf 380. Holy shit, Mann. Ich habe gerade auch, bevor ich die Folge aufgenommen habe, habe ich beim Griechen bestellt. No joke, einen schönen Paris-Teller, Hähnchenbrust, Lammfilet, was alles da noch bei ist. Schönen Gyros, Knoblauchkartoffeln. Und jetzt auch noch ein Marco Reus. Und heute Abend wird Hertha gewinnen. Und dann ist es ein perfekter Freitag. Den 22.05.2020 werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Und die 1000 Däumchen, die ich eben angesprochen hatte, die müssten jetzt einfach verdreifacht werden. 3000, Leute. 3000, haut raus, das packen wir gemeinsam, Leute. Das packen wir gemeinsam, Marco Reus. Junge. Marco Reus, was mache ich jetzt mit ihm? Ich habe sie dann. Was mache ich jetzt mit ihm? Hallo? Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich jetzt locker noch das nächste Pack öffne und vielleicht dann nochmal das nächste. Aber dass ich jetzt im zweiten Pack schon Marco Reus drin habe, das ist ja... Das bietet ja jetzt ganz andere Möglichkeiten. Marco Reus. Alter. Junge, 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 Junge. Jetzt ohne Spaß, ne? Reus. 101. Ich weiß nicht, was der bringt. Ich habe da noch nicht nachgeschaut. Der bringt aktuell 39 Millionen Münzen. 39 Millionen Münzen. Boah, ich glaube, ich werde Marco Reus erst nächste Woche verkaufen. Wisst ihr warum? Oder mache ich das... Oh, verkaufe ich ihn jetzt direkt? Weil nächste Woche ist ja, glaube ich, der Hype noch mehr. Wenn Marco Reus beispielsweise nächste Woche Dienstag gegen Bayern das Siegtor erzielen sollte. Was ja passieren kann, dass Dortmund gegen Bayern gewinnt. Ich krieg zu viel. Leute, ich hab's euch gezeigt. Packluck ist wieder zurück. Das Packluck kehrt zum Packstrader zurück. Junge, Junge, Junge. Alter, ohne Spaß, wenn ich hier auf meinen... ich muss mich erstmal beruhigen, Leute. Normalerweise müsste ich jetzt ASMR Janina gucken, um mich so ein bisschen zu beruhigen, ne? Junge, Junge. Oh, das ist geil. Das ist geil, Leute. Das ist so geil. Wer von euch gönnt es mir gerade? Ohne Spaß, ne? Alter Falter. Junge. Ganz ruhig, Dennis. 101er Marco Reus. Ich stelle ihn nicht in meine aktive Mannschaft rein, weil es gibt immer Verrückte von euch, die schon, bevor die 20 Uhr Folge rauskommt, in meine aktive Mannschaft gehen und gucken, was hat Dennis da so umgestellt. Und dann sehen sie schon, aha, vielleicht hat Dennis Packler gehabt und nicht und so. Es ist zu krank, ich gehe jetzt hier auf Spieler. Nicht, dass hier noch, vielleicht sagt ja jemand Fake. Hier habe ich Tots gegliedert für ein anderes Video hier. Marco Reus, da ist er, Leute. Holy shit, Mann. Ich gehe jetzt ganz stark davon aus, dass ich ihn verkaufen werde, weil die Stats sind zwar sehr gut, er hat sogar schwacher Fuß, 5 Sterne quasi. Weitschüsse als Skill Boost, ja, also ich werde ihn höchstwahrscheinlich verkaufen. Das werden wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall gemeinsam machen. Schreibt mir eure Ideen, was verkaufen, nicht verkaufen, wenn ja, verkaufen, was damit machen dann, also Junge. Dass das heute passiert, ich habe niemals damit gerechnet. Ich hatte, klar, man hat die Reus-Packs gezogen, aber dass ich hier einen 101er Marco Reus ziehe, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht, Leute. Es ist zu krank. Es ist zu krank. Ich werde mir gleich im Anschluss mal den Ausraster hier angucken, ne? Aber wenn man so eine Karte zieht und die Wahrscheinlichkeit war bei... Ja, weil, keine Ahnung, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Wie hoch ist die... Kann ich jetzt eigentlich Reus nochmal ziehen? Kann ich den jetzt nochmal ziehen? Ich könnte ihn... Leute, kann man den nochmal ziehen, wenn man schon ihn einmal gezogen hat? Schreibt es mal gerne unten rein in die Kommentare, dann öffne ich vielleicht morgen nochmal das Pack. Alter, das... Stellt euch mal vor, ich kriege einfach dann noch einen zweiten Marco Reus. Stellt euch das mal vor. Aber normalerweise sollte ich keine Packs mehr davon öffnen, weil ich habe jetzt einmal Marco Reus gezogen. Als ob ich einen zweiten Marco Reus ziehe. Junge, 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 ist das krank. Das ist zu heftig, Mann. Ich komme gar nicht klar auf meinem Leben, Leute. Ich komme nicht klar auf mein Leben. Oh, geil. Shit, Alter.
Leute, ich musste kurz weg, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber mein Grieche hat geklingelt. Ich werde jetzt noch ein Spiel zur Beruhigung. Oder vielleicht nicht zur Beruhigung, ich habe keine Ahnung. Versus Angriff spielen. Normalerweise hätte ich auch Reus spielen lassen können, ne? Dass wir heute Reus mal spielen. Also ich hätte sogar Bock auf einen Marco Reus Player Review. So ein Video zu machen, was so in Amerika gang und gäbe ist. So Spieler Reviews, dass ich einfach mit Marco Reus. Oder ich bin komplett außer Atem hier. Weil ich gerade noch runtergesprintet bin. Es hat an der Tür geklingelt. Wie gesagt, mein Essen ist da. Ich werde mir jetzt gleich schön hier nach dieser Aufnahme mein Essen verschnabulieren. Sagt das nicht Gronkh immer, schnabulieren oder so? Ich weiß es nicht. Es ist mir egal, Leute. Es ist, der Tag kann heute eigentlich gar nicht mehr negativ enden. Es sei denn, Union gewinnt 5-0 oder so. Dann endet der Tag doch noch negativ. Selbst wenn ich hier einen, also ich habe ja Reus gezogen. Aber wenn Hertha dann auch noch gewinnt, ist es ein Tag. Ist es ein wunderbarer Tag. Das ist zu krank, Mann. Es ist zu krank. 4-1. Dybalski. 5-2. Faust in die Facecam. Das wäre auch ein schönes Ende für die heutige 20 Uhr Folge, wenn ich hier noch einen schönen Sieg hinterher haue, ne? Alter. Ich hätte niemals im Leben damit gerechnet. Gerade ich. Alle haben gelacht im Livestream. Alle haben gelacht im Livestream. Ich habe keinen Packluck. Alle. Jeder hat Lachsmilies reingeschickt. Jeder von euch hat mich ausgelacht. Packstrader hat kein Packluck. Puh. Und dann kommt das heute. Ich komme immer. Leute, ich realisiere das immer noch nicht ganz so wirklich, ne? 7-4. Runter mit der Kugel. An den Pfosten 7-4. Komm. Dybalski. Paolo Dybalski mit dem 8-4. Das ist jetzt auf jeden Fall safe der Sieg. Das kann der Gegner hier nicht mehr schaffen, das Ganze aufzuholen. Ich hau das Ding nochmal rein. Schön in den Winkel. 9-5, Leute. Leute, geile Folge. Geile Folge. Ich glaube, diese Folge wird in die Geschichten FIFA Mobiles eingehen. Oder? Seht ihr das genauso? Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, Leute. Es ist zu krank, Mann. Es ist wirklich zu krank. Haut rein, ne? Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal.